Also, willkommen zurück, Leute. Ich hatte jetzt nur so ein Problem mit Aufnahmeprogramm aktivieren, weil es hat sich vorher nicht aktiviert und ich musste neu installieren, weil Festplatte formatiert und so. Und neues Betriebssystem neu und so. Und herzlich willkommen bei meinen Zuschauern nochmal. Hast du aber nur halb drauf, weil der Zug plötzlich gestartet hat. Ja, ja. Exklusive Inhalte nur bei Aska. Ja, so 5 Sekunden. 5 Sekunden mehr, das kann ganz natürlich Ziel sein, Mann, hier bei. Ja! Von EA! Ja, Mann. So ein EA-DLC. 5 Sekunden Spielzeit mehr! Ja, Mann! Und dafür zahlen sie 100 Euro! Ich hoffe, die Fallout Star Wars Battlefront, nee, aber das sieht ja eigentlich schon gut aus. Das machen sie, glaube ich. Ja, hat nicht draus gelernt, die machen es immer weiter. Ich meine, es sieht ja eigentlich gut aus, auch ja, wie das Game, aber die machen wahrscheinlich zu viele Maps mit DLC, das ist das Problem. Ja. So wie bei Call of Duty, Duty. Battlefield ist ja dasselbe, mit 60 Euro Premium. Ja, ja. Du zahlst ja quasi 120 Euro für ein Spiel. Und dann musst du im Spiel, kannst du sogar nochmal Geld bezahlen. Ja, Mann. Das ist doch gar nicht, das macht doch gar keinen Sinn. Ich hasse sowas. Ich bezahle die 120 Euro für ein Spiel, um dann mir noch extra Geld dafür auszugeben, damit ich das komplette Spiel spielen kann. Okay, sind wir richtig übrigens. Ja, ich glaube auch. Ich freue mich schon auf den Kampf. Oh. Nein, so. Ich freue mich schon auf den Krampf. Im Fußmann. Bitte geht nicht kaputt. Bitte geht nicht kaputt. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Nein. Drop mich so hoch wieder das. Krieg ja noch keine neuen Gegenstände hier. Das ist irgendwie. Müssen wir nicht erst den Portalwächter töten? Nein, welchen Portalwächter, Mann? Das ist kein Nephalem-Portal, du Idiot. Normaler Dungeon. Achso, wir waren ja im Dungeon drin. Ich hab alles wieder vergessen. Normaler Dungeon, Mann. Alles vergessen nach 10 Minuten. Ja. 10 Sekunden. Oh, da kann man eben reingehen. Hilfe! Foxy braucht Hilfe, Mann! Hilfe, die wollen mich fressen! Die wollen das schöne Mädchen da fressen. Ich muss den Engel retten. Will doch eine eigene Wiederauferstehung. Mein Gott. Mein Gott! Komm ich rein. Rein und raus und da. Ah. Aber wir sind dafür Loot. Ja, Mann, ich bin voll der starke, krasse Mann hier. Beans abhärten. Beans abhärten. Geile Truhe, Mann, nichts Legendäres gerade. Ja, fick die Spiel. Scheiß Spiel deinstallieren, nichts Legendäres, Mann. Oh, ich hab einen Großspalthammer bekommen. Oder das, Rezept dafür. Und ich habe für Stufe 60 habe ich Handschuhe, die sowas von gut sind. Mann, das ist. Erstmal was verkaufen. Erstmal rausgehen, die halbe Story abschließen und dann wieder da, bis Zillow dann wieder zurückkommt. Na. La. Ja, es merkt, dass er allein ist. Cool, jetzt habe ich Hörner auf dem Kopf, super. Also ich merke es, dass ich alleine bin. Oh cool, da ist ein Dungeon, Mann. Wieder ein Dungeon. Warum ist denn hier so viele Dungeon? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hilf! Ey, wo kommen die her? Kommen aus allen Löchern gekrochen. Da ist ein Schockturm, Mann. Ihr haltet den Kreuzzug nicht auf. Der
Kacke. Hey, da ist ein Goblin, da ist ein Goblin! Wo, Mann? Er lebt noch! Kommst du direkt Schatzgoblin an? Nein! Ihn musst du töten! Nicht genug Zauber! Der hat aber jetzt überhaupt nichts gedroppt, Alter. Nur irgendwie. Bei mir hat der bloß einen Helm gedroppt. Bei mir sind 6 Gegenstände gedroppt. Ja, was mit mir? Wo ist nicht. Ja, wo ist der Schatzgoblin? Der ist tot. Der ist tot, Mann. Ja, wo war der? Genau hier neben mir. Was? Oh. Warte, hier wo ich stehe war der. Oh, oh, aber nichts, was ich brauche. Und ich gehe jetzt, ey, Marsch. Ah, das kann. Nee, das kann ich nicht. Ich benötige mehr Zorn. Hey, 30.000. Oh, da wurde sowieso nicht ordentlich drin. Der hat ja nicht so viel Glück im Schlag. Ich tue mal jeden Gegner auf, wenn er aus der Fläche. Kniet nieder vor Zakharum. Morgen. Geht schon lange. Wo ist das komisch? Wo ganz anders, Mann. Zwei Leute gehen voll in die falsche Richtung. Stimmt nicht. Das ist Goblin. Ich will Gold aber. Noch nicht. Immer so lange. Ich muss auch mal wieder Sacred 2 spielen, Mann. Oh Gott. Oh Gott, ich hab... Nein, Mann! Ja, Foxy, wir müssen so ein LPT von Sacred 3 machen. Ich weiß nicht, was das ist. Sacred 3 ist voll gut, Mann! Das hat nichts mehr mit den anderen Teilen zu tun. Ich glaube, nach den ersten 5 Minuten krieg ich einen Call-Off und recht zusammen, weil mich diese Kommentare von den Charakteren so abfuckt. Ich bin erlaubt, ich war cool. Ich freue mich schon auf den Kampf. Oh, ich mache jetzt 41.000 Schaden, da passt schon. Du hast den Verfolger bekommen, Mann. Mein Zorn reicht dafür nicht aus. Okay, ich mache jetzt 46.000 Schaden. Der Hacker. Ich glaube, die kann einziges Wort. Oh shit. Ich hab aber jetzt eine Axt, Mann. Kein Flagel mehr. Oh shit. Verbrennt im das Licht. Sieht böse aus. Gute Sterben. Für die prächtige Tour. Und sie geht wieder hinein, Alter. Voll dramatische Musik. Da ist ein Heilbrunnen, Mann. Ey, Fox, guck dir mal meinen Kopf an. Oha. Kannst ja bald ein Neo-Tausender machen. Hey, kommt ihr? Nein. Oh nein, ich bin wie in so Art Gast. Ich finde es hier voll cool, was jetzt gleich, was dann passiert, ja. Jetzt spoilern die noch. Ja, renn einfach weiter, lass mich einfach mit dem 20 Spieler rein. Das Foxy, du schaffst es schon. Bisschen nur 2 Level unterliegen. Ja. Das Coole ist, dass wir dann gleich bei der Ramme sind. Guck mal, da unten sieht man die schon. Ich habe schon. Wir sind bei Bramme? Ja, wir sind gleich bei Bramme. Der Splitter hat mir mal einen Plan offenbart. Der ist schrecklicher, als ich es mir je Bram, der Pitlord. Oh, ich mache so mein Fenster auf jetzt. 32 Grad drin. Sämtliche dämonischen Essenzen einfach. 32 Grad. Jene, die Teil eines jeden Menschen sind. Wenn der Stein verändert, lächerlich. Um jedem Mann, jeder Frau und jedem Kind in Sanctuario die dämonische Essenz zu entreißen, werden sie alle sterben. Nein, wir können ihn noch aufhalten. Und wir fangen damit an, indem wir die Festung angreifen. Halt eigentlich allein die Scheiß an.
Also ich gehe schon mal hin. Zum Brammen. Ja, okay, annehmen, zum Brammen. Ja, das Festungstor. Okay. Oh Gott, das geht rund. Tyrael sagte mir, dass die geflügelten Meuchelmörder einst die Seher der Weisheit waren. Als Gegenleistung für ihr ewiges Schweigegelübde durften sie Maltaels Teiche der Weisheit in hohen Himmeln betreten. Das fällt mir nicht. Im Verlauf der Jahrtausende erfuhren sie dann fast alles über die Vergangenheit, die Gegenwart und selbst einen Teil dessen, los, was noch... Greif die Haken an! Kann das sein, dass ich mich jetzt hier oben drauf gebracht habe? Ja, ja. Ah nein, ich habe das. Oh, Mann, oh, es wäre so cool gewesen, aber. Ja. Zerstört die Haken, sonst kommen wir nicht vorwärts. Zerbrecht diese Haken. Oh, Alter, wie viele Haken sind denn hier? Letzter Schlag noch. Warum gibt's hier keinen Loot? Was soll das? Das Spiel. Los. Das ist ja wie Phantasialand hier. Es ist geschafft. Ja. Wie Phantasialand, Mann. Ich habe einen Hoderhaufen, der nur Leben hat. Mit der Tür ins Haus fallen. Moment, ich muss kurz meine Flasche wechseln, weil ich hab jetzt so. Ich muss neues trinken. Die Festung des Wahnsinns. Ach, ich komm nicht an mein Trinken. Das steht neben meinem XP-PC. Als ich gegen Maltail kämpfte, glitt mein Schwert durch ihn hindurch, als bestünde er aus Luft. Er befindet sich in einem Zustand des Lebens und des Todes. Unempfindlich gegenüber jeglichem körperlichen Schaden. Eure Magie genügt nicht. Ach, er rennt einfach vor. Ja. Ein Kreuzritter. Standard. Oha. Dieser Geist. So vertraut. Foxy? Red noch mit Triangel. Mit Triangel, okay. Bin mit Triangel, Mann, ey. Ich seh euch, wie ihr da gerade runterläuft. Mit eurem Mantel. Seid ihr das? Aber ich sah euch sterben, vor so vielen Jahren. Ich habe dich im Auge behalten, Kreuzritter. Laufen die Eier weg. Als jeder andere. Und hast unseren gemeinsamen Namen Ehre gebracht. Meister, ich versuche so zu leben, wie ihr es mich gelehrt habt. Und das hast du. Doch der Kreuzzug wartet auf dich. Ich muss einen Weg finden, Maltail zu besiegen. Sonst wird selbst der Kreuzzug scheitern. Viele Kreuzritter werden in den Tiefen der Festung gefangen gehalten. Wir haben lediglich die Kraft, dir einen Weg zu öffnen. Befreie. Ups. Ich kann mich noch erinnern, als ich dich im Osten in diesem Dorf fand. Ein Rotz. Ich wollte dir gerade erzählen. Nephalem, der schwarze Seelenstein gleitet durch das Portal nach Sanctuario. Selbst in diesem Moment trägt er den Tod in eure Welt. Und so endet der ewige Konflikt. Okay. Einfach mal 1000 FPS. Da sah ich, dass du von uns allen der Größte sein würdest. Diese Kreatur muss sterben. Vor Maltails Verwandlung erreichten seine Seher der Weisheit gelegentlich ein Stadium außergewöhnlichen Wissens, das ihnen den Titel Exarch verlieh. Diese geschätzten Gefolgsleute bewachten den Kelch der Weisheit in Maltails Abwesenheit und waren auch die letzten, die die hohen Himmel verließen, nachdem ihr Meister verschwand.
Die Chaosgespenster gehörten zu Maltaels engsten Vertrauten. Und als er der Dunkelheit verfiel, wurden auch sie stark in Mitleidenschaft gezogen. Vorbei sind die Zeiten ihrer strahlenden Flügel und ihres ruhigen und weisen Rats. Jetzt werden sie nur noch von ihrer Bosheit getrieben, sowie dem unersättlichen Verlangen, alles Leben auszurotten. Oha, wir wollen alles Leben ausrotten, Mann. Alles. Da, Tom. Egal wie ausgerottet du bist, Mann. Aska ist ausgerottet. Ich bin nochmal, wenn man da drin stehen bleibt. Dann weiß ich oh, genau was. Oh, die Rümpel. Wie viel da kommt, ohne sehen. Das Goblin. Wo? Da oben irgendwo. Einer. Ich benötige mehr Zorn. Wo ist der? Hab ich verloren. Oh, jetzt hat er ganz schön viel gedroppt. Was? Jetzt hat er ganz schön viel gedroppt, Alter. Das ist so. Ich bin überlastet. Ich oh, ich bin voll, Mann. Guck mal zurück in die Stadt. Ich hab's Goblin flieht. Hä? Noch da? Noch einer. Das war, das ist der gleiche. Der hat gar nichts gebraucht. Lol. Nichts legendäres, Alter. Ich der hat schon wieder genau. Hilfe! Der hat genauso viel gedroppt wie der alte. Ups. Ja gut, mein Inventar ist ein bisschen überfüllt, dann hau ich mal auf. Ja, das würde ich auch sagen. Ich kehre in die Stadt zurück. Dann muss ich nochmal zurück und das Zeug holen. Und dann wahrscheinlich nochmal in die Stadt, aber. Bum bum bum. Bum 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 bum. Boah, Mann, der Gürtel ist viel besser als meiner, aber ich hab diesen Fettgürtel, Mann. Komm, Schmidi, dann oder Schmidi eher gesagt, Schmidoridino. Ich helfe euch gern weiter. Ich helfe euch gern weiter, Mann. Wobei sind denn nicht alle Trolle? Und nicht alle in World of Warcraft. Ich muss mir bald wieder einen neuen Lagerplatz für meine legendären Gegenstände kaufen. Echt? Ja. Ich hab irgendwie 1, 2, 3, 4, 4 mal die zerbrochene Krone. Also ich würde die dann eigentlich auseinandernehmen. Ja, warum? Die sind viel zu wenig wert. Außerdem würde ich alle legendäre Gegenstände. Noch nicht. Alle legendären Gegenstände? Aber du brauchst die doch bloß einmal. Aber die haben jeweils unterschiedliche Sets. Ach so, ja dann. Die jeweils unterschiedliche Klassen. Einer ist für einen Hexendoktor, einer ist für einen Mann. Sie bezeichnen mich als und so weiter. Helden. Unzählige Dämonen habe ich getötet. Schlachten gewonnen. Belagerung durchbrochen.
alles vergeht. Was dann noch? Das ist ja Marken.